Davon. Statt still auf dem Stühli sitzen, im Wald rumtoben. Nur an einem Ort in der Schweiz wird der Kindertraum wahr. Und zwar zu Zollikerberg. Die Schule am Wald geht mit ihren Sprösslingen jede Woche 1,5 Tage voraus und das bei jedem Wetter. Seit Mitte August gibt es die einzigartige Privatschule. Dana Gablinger ist heute auf Besuch gegangen. Nein, das ist kein Pfadilager. Die Kinder werden tatsächlich im Wald unterrichtet. Die Idee stammt von den beiden Lehrerinnen Nanette Bratteler und Tina Schaffer. Jeden Dienstag und Freitagnachmittag wird im Wald geschult. Der Wald bietet für die Kinder einen Lebensraum, wo sie erstens mit allen 5 Sinnen lernen können. Sie haben die Möglichkeit, sich ihren Lernplatz selber auszusuchen und sind halt viel mehr aufeinander angewiesen wie im Schulzimmer. Wir erleben viel mehr miteinander. Durch das wird ein Lernklima gefördert, wo sie auch mehr Fehler machen können. Und wer Fehler mache, dann mache ich schneller Fortschritt. Unterrichtet wird bei jedem Wetter, ausser es gewittert. Das Motto der Schule am Wald ist: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur eine schlechte Ausrüstung. Und man kann jeden Waldtag auch so arrangieren, dass er auch bei Kälte und bei Nässe einfach lässig ist, dass die Kinder arbeiten können, dass sie dann nicht immer nur still sitzen müssen, sondern dass halt viel Bewegung drin ist. Und unsere Wälder bieten ja da immer wieder sehr dichte Baumbestände, wo man dann wirklich wie ein Dach über dem Kopf hat, wo man gar nicht merkt, dass es überhaupt regnet. Die Kinder sollten eine Zeckenimpfung haben und sich darum waldtauglich kleiden. Die Klassen werden gemischt unterrichtet. Der Zweitklässler ist also mit dem Sechstklässler zusammen und der Schulstoff wird dem Niveau entsprechend angepasst. Immer dabei Hund Nepomuk. Auch er soll das Arbeitsklima angenehmer gestalten. Die Schule, die maximal 14 Schüler hat, legt viel Wert auf Intimität und Individualität. Sie kommen Anfangswoche einen Plan über, was ihre Lernziele sind, was sie erreichen bis Ende Woche. Und durch das können sie dann auch selber Inhalt festlegen und sind wirklich einfach motiviert, um das zu erreichen. Den Kind scheint die Schule am Wald, wo keine Aufzüge gibt, Freude zu machen. Es macht so Spass, dass wir jeden Tag im Wald gehen, mit Nebenmuck dann auch manchmal spazieren gehen. Und dann tun wir noch im Wald Mittagessen und es geht dann ganz schön. In der Privatschule am Wald geht man vom Morgen um 7:30 bis am Abend um 16:30.